Überraschung in Venedig. Zum ersten Mal hat ein Dokumentarfilm den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in der italienischen Lagunenstadt erhalten. Der Film Sacro Gra erzählt vom Leben der Menschen entlang des Autobahnrings um Rom. Regisseur Gianfranco Rossi gab sich überrascht. Mir wurde gesagt, ich wusste das gar nicht. Es ist 15 Jahre her, dass ein Italiener zuletzt in Venedig gewonnen hat. Der letzte ging an Amelio und davor an Bertolucci. Für mich ist das eine unglaubliche Ehre. Heute Abend habe ich den Meister gesehen. Er war sehr bewegt, als er mir den Preis überreichte. Das macht es noch wichtiger für mich. Der Silberne Löwe ging an den griechischen Filmemacher Alexandros Avranas für seinen Beitrag Miss Violence, ein Familiendrama um Missbrauch und Gewalt. Überraschung auch aus deutscher Sicht. Den Sonderpreis der Jury erhielt Regisseur Philipp Gröning für seinen Film Die Frau des Polizisten. Mit allen Tricks hier echt. Ja, okay. Sie überrascht mich schon und ich bin irrsinnig froh darüber. Und andererseits muss ich sagen, ich habe schon gedacht, der Film ist einen Preis wert, absolut. Die Filmfestspiele von Venedig fanden dieses Jahr zum 70. Mal statt. Damit gehören sie zu den ältesten Veranstaltungen dieser Art.